Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Wir kommen nun zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Wir gelangen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 16, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Scheidemünzengesetz und das Bundeshaftungsobergrenzengesetz geändert werden, samt Titel und Eingang in 995 der Beilagen. Ich ersuche jene Damen und Herren, die diesem Gesetzentwurf ihre Zustimmung geben, um ein Zeichen. Das ist die Mehrheit angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung die Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung auch angenommen. Damit gelangen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Lopatka, Magister Schieder, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Beibehaltung des Bargeldes. Bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag stimmen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Mehrheit angenommen. Schließlich kommen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 17, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit geändert wird, samt Titel und Eingang in 10.02 der Beilagen. Ich ersuche Sie um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Mehrheit angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung und auch hier suche ich um ein entsprechendes Zeichen bei Zustimmung. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.